Moin Leute und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute soll es um Evao gehen. Was ist Evao? Was kann man auf Evao machen? Und wie melde ich mich an und wie lade ich den Client? Ich wünsche euch viel Spaß. So, dann würde ich sagen, beginnen wir direkt. Also, Evao, was ist Evao? Evao ist eine virtuelle Aviation Organization, also fast das gleiche wie Watson, nur der Unterschied dazu ist, dass du auf Evao kein New Member Orientation Test brauchst und dass du direkt ohne 2 Jahre Ausbildung als Tower Lotse arbeiten kannst. Aus meiner Sicht ein super Konzept, dass du direkt auch als Tower Lotse arbeiten kannst und ja, genau. Also wir fangen mal an damit mit der Webseite, die ist natürlich auch wie immer in der Beschreibung verlinkt. Auf die könnt ihr gehen, kommt ihr hier drauf, könnt euch hier alles anschauen, ein bisschen durchlesen, welche Events jetzt halt anstehen, wie viele Spieler gerade online sind, wie viele Tower online sind. Und ja, genau, dann haben wir die Tweets, Merchandise, Events. Genau, wir kümmern uns jetzt erstmal um die Registration. Ganz einfach. Ihr klickt hier oben auf Registrieren. Genau, dann könnt ihr hier auf Registration klicken. Könnt dann hier auf Continue klicken. Bei mir kann ich das nicht machen, weil ich ja schon eingeloggt bin. Heißt, geht hier alles durch. Schaut, dass wenn ihr 13 Jahre seid, aufpasst, dass ihr auch richtig anklickt. Solltet ihr keine 13 Jahre alt sein, dann die Einverständniserklärung eurer Eltern ein. Sobald ihr alles soweit fertig habt, geht es dann direkt noch weiter zu eurem Interface. Das ganze Interface sieht dann so aus. Bei euch steht dann hier, wie ihr heißt. Dann steht hier bei euch eure VID, alles mögliche, E-Mail. Aber das Ganze habe ich halt weggemacht, damit man keine Daten über mich sieht. Und genau, dann könnt ihr auch noch angeben, ob ihr Ratings, bei den Ratings, ob ihr Pilot sein sollt, also werden wollt, oder ob ihr ATC werden wollt. Genau. Solltet ihr noch ein Tutorial haben wollen zu Aurora, also dem Tower Lotsen Programm, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare, dann machen wir das. Genau, also nachdem ihr das dann alles soweit gemacht habt, könnt ihr natürlich auf Resources auf der Homepage. Dort seht ihr Sachen wie das WebEye, das können wir mal öffnen. Kommt ihr hier rein und könnt schauen, was gerade so abgeht sozusagen. Also, was gerade alles besetzt ist in München zum Beispiel. Könnt ihr hingehen, schauen. Okay, München, das ist gerade Tower Lotse online. Sonst. Genau, und das könnt ihr auf der ganzen Welt machen. Heißt, ihr könnt auch Flüge sehen, wo gerade Flüge sind. Zum Beispiel hier fliegt gerade einer. Seine Strecke. Genau, und sowas könnt ihr halt hier sehen. So, dann kommen wir einmal hierzu. Und bei Resources könnt ihr noch Software finden. Könnt ihr einfach Software klicken. Und dann habt ihr hier einmal den Evao ATC Client, den Evao Pilot Client und den Network. Dort bei dem hier könnt ihr soweit ich weiß Deliveries, die euch dann fehlen im Game ersetzen. Mit dem Pilot Client könnt ihr euch dann in das Netzwerk verbinden und mit dem ATC Client könnt ihr dann Tower werden. Aber Tower ist schon sehr, sehr, sehr komplex. Also das würde ich für Anfänger tatsächlich nicht empfehlen. Ich habe mich selber noch nicht dran getraut, aber ich habe mir alles mal durchgelesen und das ist echt viel, was man da lernen muss. Genau. Sobald ihr dann hier angelangt seid, könnt ihr dann mal auf den Evao Pilot Client klicken. Könnt dann hier ein bisschen runterscrollen und könnt dann hier den Microsoft... entschuldigt. Das war ich falsch, also ihr könnt hier auf Software beten, das ist das Richtige. Genau, hier findet ihr alles richtig. Könnt ihr hier auf Pilot Client gehen und dann hier unten für den Microsoft Simulator zum Beispiel installieren oder auch für X-Plane oder andere.
Genau, dann installiert ihr euch das und dann macht ihr das dann. Dazu kommen wir dann im nächsten Tutorial, wie ihr das Ganze dann ausführt, anwendet, etc. Genau. Solltet oder wollt ihr eigentlich nur Piloten werden, dann könnt ihr hier auf den ATC-Client Aurora klicken. Könnt hier unten auf die Version, die ihr braucht, klicken. Und könnt ihr unten runter. Dazu könnt ihr gerne, wenn ihr wollt, schreibt es mir in die Kommentare oder zeigt es mir anders, zum Beispiel auf meinem Discord. Da könnt ihr mir dann gerne auch reinschreiben, falls ihr das so ein Tutorial wollt. Genau. Und das war eigentlich schon das Grobe von Wow. Ich hoffe, euch hat dieses Tutorial gefallen und wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein. Ciao.